Auch ohne Registrierung können Sie Ressourcen und Services in CrossAsia nutzen. Sie können in der CrossAsia-Suche und im Online-Guide East Asia recherchieren. Ebenfalls frei zugänglich sind die Materialien der digitalen Sammlung und der CrossAsia-Themenportale. Zudem können die Beiträge und Kommentare im Blog und im Forum von allen mitgelesen werden. Möchte man hier mitreden und selbst Beiträge im Forum schreiben, dann muss man sich registrieren. Dieser Nutzerstatus steht allen offen, auch jenen, denen wir aus lizenzrechtlichen Gründen keinen Zugriff auf die lizenzpflichtigen Datenbanken gewähren können. Nach Eingabe des gewünschten Benutzernamens und Kennworts braucht für diese Form der Registrierung nicht zwingend eine Institution angegeben werden. Füllen Sie alle weiteren mit Sternchen markierten Felder aus und stimmen schließlich unseren Nutzungsbedingungen zu. Unmittelbar nachdem Sie auf Absenden geklickt haben, können Sie sich am CrossAsia-Portal einloggen und zum Beispiel eine Antwort auf eine Nutzerfrage im Forum schreiben. Allen registrierten Nutzern steht nach dem Login zudem etwas Netzspeicher im CrossAsia Campus zur Verfügung. Um Zugriff auf die Inhalte aus lizenzpflichtigen Datenbanken des CrossAsia-Portals zu bekommen, müssen Sie einer deutschen Institution angehören, mit der CrossAsia einen Vertrag über den blauen Leihverkehr abgeschlossen hat. Sie werden sich fragen, und woher soll ich das wissen? Keine Sorge, im Registrierungsformular wählen Sie einfach erst Ihren Ort, zum Beispiel Berlin, aus und finden dann alle Institutionen in Berlin, mit denen wir einen solchen Vertrag geschlossen haben, im Auswahlmenü. Sollte Ihre Institution ein Login über das Deutsche Forschungsnetzwerk alias Shibboleth anbieten, können Sie Ihren CrossAsia-Account bereits bei der Registrierung mit dem Account Ihrer Heimatinstitution verknüpfen, um dann mit einem Login Ressourcen aus beiden Zugängen parallel nutzen zu können. Derzeit ist das jedoch nicht zwingend. Egal, ob Sie schon bei Registrierung Ihren Account verknüpfen wollen oder nicht, wie schon als allgemeiner CrossAsia-Nutzer müssen Sie das Registrierungsformular vollständig ausfüllen, die Nutzungsbedingungen akzeptieren und auf Absenden klicken. Wie geht es weiter? Sie können sich zwar sofort am Portal mit Ihren Nutzerdaten anmelden, aber um auf die Datenbanken zugreifen zu können, ist noch ein weiterer Schritt notwendig. In dem E-Mail-Postfach, das Sie bei der Anmeldung angegeben haben, sollten Sie eine Nachricht von uns mit PDF-Anhang finden. Dieses PDF, hier sollten Ihre Daten bereits eingetragen sein, unterschreiben Sie bitte und lassen es von Ihrer Institution abstempeln. Schicken Sie es in Papierform an unsere Postadresse, per Fax oder eingescannt an x-asia. Sobald wir Ihren unterschriebenen und gestempelten Antrag vorliegen haben, schalten wir Ihren Account für die Nutzung der lizenzpflichtigen Angebote im Rahmen des FID Asien frei und benachrichtigen Sie per E-Mail über die erfolgte Freischaltung. Wenn Sie sich nach Freischaltung am CrossAsia-Portal anmelden, finden Sie unter Ihrem Benutzernamen in der Menüleiste Zugriff auf Ihren CrossAsia-Account. Hier können Sie unter anderem einsehen, wie lange Sie noch Zugriff auf die lizenzierten Datenbanken haben. 3 Monate vor diesem Datum senden wir Ihnen per E-Mail einen Verlängerungsantrag als PDF zu, den Sie wiederum unterschreiben und abstempeln lassen und uns zusenden. Auf der Seite mit dem Registrierungsformular finden Sie in der rechten Spalte Hinweise zur Registrierung, einen Überblick darüber, welche Nutzergruppen es in CrossAsia gibt und eine Aufklärung über die Nutzungsbedingungen. Wenn Sie Hilfe zum Login am CrossAsia-Portal benötigen, schauen Sie sich bitte unser kleines Video an oder treten mit uns per E-Mail in Kontakt.